Hallo Freunde des Sports und der gefliegten Unterhaltung, wir sind hier wieder bei einem Tabellenvideo bzw. auch dem Abschlussvideo des Projekts bzw. der ersten Saison der FIFA 15 Pro Club Liga und ganz schnell nochmal der Hinweis, alle Statistiken und so weiter findet ihr auf der Seite von den Veteranen Multigamern, hier oben ist der Link und auch nochmal unten in der Videobeschreibung, einfach mal draufklicken und ja, dann anmelden, dann könnt ihr hier überall euch auch selber eintragen, könnt ihr zum Beispiel bei den beim Transfermarkt aktiv werden. Da haben wir mittlerweile auch 3 Spieler schon übernommen vom Transfermarkt, also recht erfolgreich gewesen. Von daher hoffe ich, geht das auch so weiter. Und ansonsten die ganzen Geschichten werde ich jetzt nochmal hier ganz schnell durchsprechen. Wir fangen an mit dem Spieltag. Ja, der Spieltag war relativ ereignislos. Es sind nur 2 Punkte jeweils vergeben worden sozusagen. Also insgesamt 4 Punkte aus dem Spieltag rausgeholt, die jeder zu gleichen Teilen bekommen hat. FC Zocker gegen uns mit einem 1:1. Richtig, richtig spannendes Spiel, gerade gegen Ende. Hätte das Ganze nochmal kippen können. Und ist nicht passiert, deswegen steht es dann 1:1, aber trotzdem lohnenswert, sich das nochmal anzuschauen. Könnt ihr jeweils bei den Kanälen machen, entweder bei den Zockern oder bei uns. Wir haben das, oder ich habe das Ganze nochmal unter das Video gepackt, also auch da ein Link vorhanden. Und Jones United gegen abgezockt hier mit einem 0:0. Auch da halt eine Punktetrennung und abgezockt somit so ein bisschen am Schwächeln am Ende der Saison. Und ja, trotzdem hat es natürlich ausgereicht in der Tabelle. Wir können auch mal hier auf die Spiele im Einzelnen. Havoc mit dem 1:0 und Patrick mit dem 1:1. Und eine gelbe Karte gab es beim Spiel Jones United gegen abgezockt für Deut. Ansonsten eher ereignislos das Ganze. Und ja, also abgezockt wird Meister der ersten Saison und das mit 10:7 Toren, 3 Siegen, 2 Unentschieden, 1 Niederlage und 11 Punkten. Dahinter sind wir mit 6 Spielen, 2 Siegen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, also sehr ausgeglichen. 13 Tore geschossen, 8 Tore haben wir bekommen, 5 ist unsere Tordifferenz. Damit die beste Tordifferenz, liegt aber auch eigentlich nur an einem Spiel, nämlich das gegen die Zockerjungs, wo wir 6:0 gewonnen haben. 8 Punkte, genau wie die FC Zockerjungs und ja, ebenfalls dieselbe Statistik natürlich, aber hier umgekehrt das Ganze. Wie gesagt, das eine Spiel hat es dann ausgemacht, dass wir hier um einiges weiter vorne sind und gerade was die Tordifferenz angeht, wie gesagt, hat das natürlich extrem reingeschlagen. Das heißt, es kann beim nächsten Mal schon wieder komplett anders aussehen und die Jones United Jungs haben hier trotzdem 5 Punkte und haben sich am Ende richtig gut geschlagen, 2-mal ohne Gegentor geblieben und das ist schon eine Leistung, von daher nicht verkehrt. Ansonsten haben wir hier die ganzen anderen Spieltage nochmal, falls ihr da reinschauen wollt. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung, beziehungsweise der Link dazu nicht ganz, aber der Link zur Seite, wie gesagt, und da könnt ihr die Links jeweils abrufen, da werde ich das gleich hochladen und dann ist das alles vorhanden. Und jetzt schauen wir uns nochmal die Statistiken an. Da fangen wir an mit den Torjägern, das ist wahrscheinlich die interessanteste Statistik. Die Top-Torjäger sind hier Feel the Rage mit 4 Toren, Jano mit 4 Toren, Mr. Jozocker mit 4 Toren und auch ich selbst mit 4 Toren. Das heißt, wir kriegen hier den goldenen Schuh. Die beste Torquote hat Florian, ein einziges Spiel hat er nur gespielt. Wobei, nee, 2 Spiele hat er mittlerweile gespielt. 2 Spiele gespielt und hat 2 Tore gemacht, deswegen ist die Torquote bei einer 1. Und ich merke, ich habe wieder einen Fehler gemacht. Ich liebe das. Mir fällt das immer erst auf, wenn ich das Video mache. Natürlich hat Fear the Rage nochmal eine bessere Quote. Hat nämlich pro Spiel 1,33 Tore gemacht. Und deswegen ist er hier der Sieger. Also was die Torquote angeht, also der effizienteste. Dafür gibt es ja eh keine wirklichen Titel, aber das wollte ich immer so ein bisschen rausrechnen. Also hier wieder der Fehler. Ich liebe das doch. Machen wir das mal ganz schnell anders. So. Er, also der Beste, was die Quote angeht. Ansonsten Kopfballtore haben wir von Tallinn, von uns oder von mir, dann von Heribert, von Havoc, von Florian und von Fear the Rage gesehen. Das heißt, unsere Mannschaft relativ kopfballstark und ansonsten die Jones United Jungs auch noch ganz gut dabei. Bei Havoc bisher erst 1 Elfmeter-Tore. Ja, es gab nur einen Elfmeter, der wurde verwandelt und Mr. Jozocker hier, der Distanzschütze schlechthin. Mit 2 Distanzschüssen ist er hier ganz vorne. Zaraki, der Vorlagengeber. Der Beste mit 4 Vorlagen, also schon ziemlich gut. Und ansonsten, die Scorer-Punkte hier sehen auch ganz gut aus. Da habe ich 7 und da hat auch Zaraki 7. Das heißt, wir haben hier die besten Scorer-Werte. Mal sehen, ob das demnächst so bleibt. Ich denke nicht, dadurch, dass ich ja auch ein bisschen defensiver spiele und Zaraki
Hat natürlich auch noch ein paar mehr Mitspieler. Wird man sehen, aber Zaraki wirklich ein richtig guter Mann. Ansonsten haben wir hier nochmal die gesamten Statistiken, was jetzt Zweikämpfe und so weiter angeht. Da könnt ihr euch gerne nochmal durchschauen hier. Ich werde jetzt nicht alles erwähnen. Ich habe das ja so markiert, dass ich wenigstens einigermaßen sehe, wo die erwähnenswerten Werte zu sehen sind. Und bei den Zweikämpfen generell hat Mr. Jo Zocker hier die meisten. Nämlich 37 Zweikämpfe ist er angegangen. Aber er hat nicht die meisten gewonnen, sondern da habe ich noch ein bisschen ein Wörtchen mitzureden. Da habe ich einen Zweikampf mehr gewonnen als er und deswegen sind wir hier ein bisschen weiter vorne. Die beste Quote hat eigentlich nicht der Dude, weil ein Spiel und ein Zweikampf, naja, ist nicht ganz so aussagekräftig, aber ich sag mal so, trotzdem eine ziemlich gute Quote. Ansonsten ist hier Preframe relativ gut dabei und ja, der hat zwei Spiele, das ist schon wenigstens ein bisschen aussagekräftiger. Aber wir gehen wie gesagt nach den Absolutwerten und von daher ist das erste Mal so der Fall. Und ja, die unfairsten Spieler, Don Tobi und Havoc Gamer, teilen sich diese, ja, doch tolle Krone hier. Auch beide eine gelbe Karte kassiert und drei Fouls insgesamt. Die gelben Karten, ja, sind geflattert hier für den Lars, beziehungsweise das Lars, Dembaba, Don Tobi, Deut, Havoc Gamer, Höse, Jones und den Mr. Yo Zocker. Und ansonsten rote Karten haben wir keine, ein Glück, denn ja, wäre das jetzt zum Beispiel den Leuten passiert, die aufnehmen, wäre das ein bisschen komisch geworden. Dann hätten wir uns mal was einfallen lassen müssen. Denn eigentlich dürfen die dann ja nicht mitspielen. Müsste man schauen, ob man dann jemand anderen dafür nicht mitspielen lässt, der eigentlich könnte oder so. Aber was soll man sagen? Hoffentlich kommt der Fall einfach gar nicht. Mal schauen. Gut, Spiele ohne Gegentor. Haben wir hier Deut mit 2, Höse 2, Knowles, der natürlich sehr viel dazu beigetragen hat, weil er ja Torwart war. Und dann nochmal den Sebaro, der auch als Torwart hier zweimal eine weiße Weste behalten hat. Wir selbst und der werte Tallinn hier mit 2 Spielen ohne Gegentor. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und wir gehen weiter hier zur Statistik über die Pässe, Dribblings und Schüsse. Die meisten Dribblings versucht hat hier der Mr. Jo Zocker. Die meisten erledigt, also erfolgreich abgeschlossen, hat mein Pro hier. Dann versuchte Pässe, da sind Mr. Yo Zocker und ich sogar gleich, aber er hat um einiges weniger erfolgreich an den Mann gebracht, da bin ich bei 100 und er bei 78, von daher bin ich da auch wieder ein bisschen weiter vorne. Und bei den Schüssen haben wir ganz, ganz klar den Mr. Yo Zocker da vorne hier mit 26 Schüssen. Die einzigen, die noch konkurrieren können, sind Havoc und genau wieder ich. Und die meisten Schüsse aufs Tor bringe ich dann mit 15, somit diese Statistik auch abgeschlossen. Wie gesagt, schaut es euch gerne alles durch, wenn ihr wollt. Und wenn ihr einen Fehler findet, können wir gerne Bescheid sagen. Sebaro Jones United hier ist der beste Torwart der Liga mit einer knappen Quote, mit knappen Vorsprung, mit ganzen 400stel vor Knowles. Also 4%, wenn man es so nimmt. 84% seiner aufs Tor gekommenen Bälle hat er gehalten. Knowles hat 80% gehalten, sind beides sehr, sehr gute Quoten, aber wie gesagt, Sebaro hat auch wirklich jetzt in den letzten 2 Partien nicht ein Gegentor kassiert und hat da recht viele Paraden dazu gewonnen und von daher hat er sich da ganz gut angestellt. 2 Spiele, wie gesagt, ohne Gegentor. Knowles hat eigentlich auch 1, glaube ich zumindest, allerdings nicht als Torwart. Ja, die müssen 1 haben. Ich habe das hier, glaube ich, falsch notiert bei Knowles. Wo ist er denn? Ist doch immer schön, wenn ich mir das hier nochmal durchgucke, dann kann ich das nochmal sehen. Knowles hat nämlich erst ein Spiel. Ich hatte den hier aber so mit drin, genau. Dort. Es gibt bestimmt irgendwann mal ein Video, wo mir das nicht erst im Video auffällt, aber nicht dieses Jahr, glaube ich. So, gut. Und dann würde ich mal sagen, ist das ganze Projekt, wie gesagt, erst einmal für die erste Saison vorbei. Die zweite Saison wird starten und zwar so schnell wie möglich. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es jetzt schon die nächste Woche losgehen kann. Da gibt es nämlich so kleine Probleme bei den einzelnen Leuten. Und eventuell starten auch wieder neue Mannschaften mit rein. Da muss man erstmal sehen. Wäre super. Da könnte man dann gleich mit mehr Mannschaften reinstarten. Wenn ihr noch Interesse habt, wie gesagt, meldet euch ganz, ganz dringend und verbreitet das Projekt so weit wie möglich, sodass viele, viele, viele Leute davon Wind bekommen und die Liga immer weiter wachsen kann. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Euer